Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex und gleichzeitig auch der letzte für diese Aufnahmesession. Jo, es ist schon bald Mittag und ja, das Mittagessen muss auch noch vorbereitet werden und ja, ich glaube, wir haben jetzt dann den wievielten? 2, 4, 6, 7 Part gemacht, das geht wieder für eine Zeit. Okay, wir wollen Rotkäppchen spielen. Nein, Spaß. Ich möchte Alps besiegen, nämlich Alps, die unseren lieben Arx hier das Leben schwer machen. Einen davon haben wir schon erledigt, jetzt ist Nummer 2 dran, sofern wir ihn auch finden tun. Aber ich glaube, das lässt sich einrichten. Unterwegs finden wir ein paar Opfer an, die wir nur allzu lieb und allzu gerne umhauen. Zwecks Erfahrungspünktchen und so weiter. Jo. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich laufe einfach mal. Oje. Da ist wieder ein Ungetüm. Mehrere Ungetüme. Ich wollte eigentlich die Berge meiden. Oh je. Also wie es ausschaut, geht das nicht. Ein bisschen warten. Ich hätte vielleicht doch den oberen Weg nehmen sollen. Mal schauen, ob ich so drüber komme. Ich glaube, wir können so die Viecher umgehen. Ich hoffe es. Heureka! So. Ich glaube, das haben wir einigermaßen toll hinbekommen. So. Dann dürften wir unserem Questziel ja schon fast ganz nah sein. Aha, da mein Alp. Rieche ich da frisches Fleisch? Da vorne meinst du die Ratte? Ah, nicht schlecht. So. Die hätten wir schon mal. So, die wird gelootet. Da oben haben wir, glaube ich, einen Alp. Ich muss auf jeden Fall mal speichern. Und zwar auf einen neuen Spielstand. Hier hin, bitte. Jawohl. Sehr gut. So. Er ist da oben. Er steht alleine. Dann können wir zuerst versuchen, den hinzumachen. Komm, schnell. Jawohl. Wow. Okay, da haben wir auch schon unser Opfer. Würdest du bitte Energie? Ah, ich habe Energiesperre. Das geht auch. Das ist super. Also Ausdauersperre, sozusagen. Ja, der ging gut. Also einmal Schneeklaue und einmal den Kerl, sein Schädel nehmen. Ja, bitte. Den brauchst du nicht mehr. Sehr gut. 1050, ha? Aha, da ist noch einer. Ax, bitte, du darfst. Oh, der geht leicht. Den machen wir sogar selber fertig, gar kein Problem. So, schön. Passt, dann wäre nur noch einer im Weg. Ich würde sagen, das speichern wir gleich wieder. Das lief ja gut. Um nicht zu sagen fabelhaft. Und werden noch vorher natürlich mit unserem Arx hier plaudern. Wegen deiner Verfolger. Wegen deiner Verfolger. Hier haben wir noch einen Kopf für dich. Hier ist der Schädel von Pollux. Sieht gut aus. Das würde ich eine gute Tat nennen. Du nimmst ihm die Last von den Schultern und mir auch. Warte hier. Nun zu dir. Im nördlichen Konverter von Abessa befindet sich ein Schloss mit dem Code 3210. Wie ging das? Nördlicher Teil Abessa? Schloss. Okay. Das ist alles? Gut, danke. Das ist alles? Ich bin Kybernetiker, kein Gedankenleser. Ja. Es ist schon mehr, als wir erwarten konnten. Ich dachte, man könnte mehr Informationen aus Ihnen herausholen. Wir stehen noch am Anfang.
Irgendwann werden wir es können. Offensichtlich. Na gut, dann zum nächsten. Ich hoffe, dass wir diese Information noch irgendwie, ja, nochmal nachlesen kann. Spätestens, wenn ich die Parts halt habe, ne? Also fertig habe, dann. Okay, also, wir porten uns hier hin. Der gelbe Kerl muss hier irgendwie sein. Okay, wir müssen uns einfach hier den Weg entlang bewegen, dann sollten wir automatisch hinkommen. Was aber nicht so einfach sein soll, weil, hoppala, ich bin am Mikro angestoßen, Entschuldigung, weil, hier wahrscheinlich alles voll mit Alps ist. Ja. Die greifen aber gerade sowieso irgendwas an. Vielleicht können wir das zu unseren Gunsten nutzen. Das war keine so tolle Idee. Okay, wir sollten uns schnell schleichen. Ganz, ganz schnell. Bevor die mitkriegen, dass wir da sind. Also, oi, da ist noch so ein Kriegsmaschinen-Dingens. Ich glaube, wir müssen doch da hoch. So. Ach, also quasi wieder erst den... Also erst wieder den altbewährten Weg, ne? Ich werde sterben. Wir müssen jetzt echt schnell sein. Und einfach nur laufen. Ich hoffe, Arx kommt hinterher. Da ist noch eine. Okay. Einfach hier runterspringen, würde ich sagen. Und leg sie weg. Oh je. Ich glaube, jetzt werden wir sterben, wenn ich hier bleibe. Ich wollte nur die Kristallrate umhauen. Gehen die wieder weg? Nein. Das heißt, die müssen weiter sprinten. Und hoffe, dass Arx hinterherkommt. Ich glaube, das klappt. Ja, hat geklappt, glaube ich. Da kommt er schon angesprintet. Okay. Der will immer noch kämpfen. Der Vogel. So, wir rennen da mal ein Stück weg. Weiter weg. Vielleicht, dass wir richtig Glück haben. Jetzt vielleicht. Hast du dich beruhigt? Ja, passt. Gut. So. Ja. So, jetzt müssen wir gleich da sein. Gewagtes Unternehmen, hier herumzulaufen. Ich sehe ein paar Drohnen. Ein paar viele Drohnen. Ich werde noch einen Teller Suppe essen. Und schnell mal speichern, da wir das jetzt irgendwie problemlos geschafft haben. So. Werde auch gleich nochmal ins Inventar schauen. Wir haben hier sehr viel selbstgemachtes Zeug. Hochleistungssüppchen. Können wir eigentlich auch... Können wir dahin tun. So, passt. Wir müssen klein anfangen. So. Ersten Schrotthaufen haben wir. Wenn die mal stehen bleiben würde, könnte man sie abballern. So. Den machen wir Platz. Da. PSA im Arsch. Die hoffentlich auch gleich. Passt. Schrotthaufen. Gut. Aha, da gehen uns jetzt Alps an. Okay, viele Alps. Das war, glaube ich, nicht so gescheit. Wobei die aber gar kein Damage machen, nicht gescheit, ne? Passt, den ersten helfen wir schon mal. Ich muss was trinken. Passt. Da haben wir vielleicht den zweiten. Sieht schon ein bisschen aus wie so ein Lichtkönig, ne? Passt, der ist erledigt.
Vielleicht haben wir gleich den nächsten. Der ist auch erledigt. Sehr gut. Das geht eigentlich ganz gut. Erstaunlicherweise. Der ist auch weg. Der ist auch weg. Oh, ich glaube, da haben wir schon unser Ziel. Paratops. Richtig. Ja, der schaut auch ziemlich fertig aus schon. Passt, erledigt. Hui. Das hätte schief gehen können. Ach nö, alles gut. Gut, dass du hier warst. Natürlich. So, schön looten. Ah, das war ja doch ziemlich abenteuerlastig jetzt, ne? Also ziemlich actionreich. Wir haben da, glaube ich, 7 Gegner umgehauen. Also, und Schädel Nummer 3. Den brauche ich noch. Ja. Au! Alter. Schnell mal Süppchen essen. Komm her, du Krippel. Passt, erledigt. So muss das ausschauen. Ich muss dann unbedingt schauen, dass wir Maschinentöter lernen und solche Sachen. Das würde sich, glaube ich, auszahlen. Gut, wir speichern. So. Jawohl, das lief sehr gut. Und geben Arx den dritten Schädel zurück. So. Zurück, ja. Überhaupt geben. So, also. Wegen deiner Verfolger. Hier bitte. Ich habe Bartoks Schädel. Da ist das gute Stück. Der wird niemandem mehr Schwierigkeiten bereiten. Mm-mm. Gib mir etwas Zeit. Hier habe ich den Code zu einem Schloss im östlichen Konverter in Xakor. Er lautet 0666. Und das ist noch aktuell? Vielleicht, vielleicht nicht. Aber da die Alps nicht wissen, dass wir die Codes haben, gehe ich davon aus. Okay. Das mit deinen Verfolgern hat sich erledigt. Das mit deinen Verfolgern hat sich erledigt. Zu meiner vollsten Zufriedenheit. Yeah. Deine Effektivität ist äußerst eindrucksvoll. Mhm. Da ich mich in meiner neu gewonnenen Freiheit nun anderen Dingen widmen kann, würde ich mich erkenntlich zeigen. Ich höre. Ich beginne heute mit den Vorbereitungen. Dafür brauche ich allerdings noch etwas Zeit. Ich denke, ich weiß schon, wo ich mein Vorhaben umsetzen kann. Ich werde mich nun um die Umsetzung kümmern. Am besten, wir sprechen morgen noch einmal darüber. Dann sind meine Vorbereitungen abgeschlossen. Du weißt ja, wo du mich im Lager findest. Alles klar. Wupp, 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 wupp. Stufe aufgestiegen. Super. Ach, das geht wie geschnitten Brot läuft das hier. Super. Also gleich mal speichern, selbstverständlich. So, speichern. Ja, das heißt, wir werden jetzt schnell mal ins Lager zurückgehen, einmal eine Nacht drüber schlafen und dann nochmal mit Arx sprechen, ne? Also ich glaube, war er nicht der Schnelldings fürs Lager? Jetzt er wahrscheinlich, ja genau. Zuerst Karte, dann er, okay. Gut. Dann gehen wir mal in unser Quartier und ruhen uns ein bisschen aus. Tap, tap, tap. So. Haben wir hier überhaupt ein Bett? Mal so am Rande. Ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr. Wir sind so selten daheim. Doch, tatsächlich. Wir haben sogar ein E-Bett. Also ein doppeltes. Also, wir schlafen bis zum nächsten Morgen. Das müsste passen. Und dann quatschen wir mit Arx. So. Dann, wenn wir schon mal hier sind, können wir schauen, ob wir noch eine Karte haben. Okay, haben wir nicht. Gut. Die Truhe ist leer. Okay, ich wollte gerade schauen. Gut, dann werden wir mit Arx sprechen. Tap, tap, tap. Einen flotten Sprint hinlegen. Tap, tap, tap. Hier müsste irgendwo gewesen sein. Da ist er aber nicht. Gut. Arx, wo bist du? Ist das denn ernst? Arx. Da könntest du recht haben. Arx? Meine Meinung will ja keiner hören. Ja. Arx?
Da ist er scheinbar auch nicht. Hallo Falk? Okay, der hat nichts für uns. Ich wollte nochmal schauen. Tja, wo soll man ihn denn finden? Im Lager, da wo er immer steht, steht er nicht. Vielleicht da oben? Bei dem einen Typen, der da so gern basteln tut? Wo kommt denn jetzt das Auto her? Der stand vorher aber noch nicht da, oder? Naja, jeder hat sein Hobby. Turas, mit ihm waren wir auch schon nicht mehr unterwegs. Ah, Schakale, ich hasse diese Biester. Eckhart. Und weit und breit kein Arx. Was? Ist er gerade, hängt er gerade an seiner Batterie oder so? Oder er hat sich bei uns am Turm verschanzt und ich habe ihn übersehen. Das könnte auch sein. Weil da ist er nirgends, oder? Ich bin nicht blöd. Nein? Hallo? Jo! Ich habe gerade keine Ahnung. Quest. Hätten wir eine Quest dafür? Da. Arx-Vorbereitungen. Haben wir tatsächlich. Das findet man sicher leichter. Er ist hinter uns. Darüber schweige ich mich aus. Er ist nicht hinter uns, er ist irgendwo da hinten. Da! Jetzt haben wir ihn. Boah, da ist finster. Servus, was machst du da? Gut, dass du da bist. Ja. Es ist vollbracht. Ja. Na, da bin ich ja mal gespannt. Sagen wir, ich habe dir zu Ehren mit ein paar Freunden ein Festmahl zubereitet. Oje, das hört sich gar nicht gut an. Du hast Freunde? Ein Festmahl? Da bin ich dabei. Du hast Freunde? Du hast Freunde? Du wärst überrascht. Boah. Als mein Ehrengast darfst du jedenfalls nicht fehlen. Und eine Abwechslung kann schließlich nicht schaden. Es ist Zeit zum Aufbruch. Folge mir. Das war die falsche Dingens. Entschuldigung. Fällt das auf, wenn ich da alles abräume? Warum ist da eigentlich ein Totenkopf auf dem Teller? Da wären wir. Was zum? Wie du siehst, sind die anderen schon da. Es freut mich sehr, dass du an meiner fleischgewordenen Konjunktion teilnehmen möchtest. Du willst das essen? Mir ist klar, dass es auf den ersten Blick verwirrend ist. Die meisten haben es nicht verstanden. Auf den zweiten Blick ist es jedoch die höchste Form des Genusses. Das zarte Fleisch meiner Freunde in Verbindung mit der höchsten Elex-Konzentration. Eine wahre Geschmacksexplosion. Ich sollte mir meine Freunde besser aussuchen. Seit wann isst du Menschenfleisch? Dafür sollte ich dir den Kopf der Alp-Commander bringen? Willst du ernsthaft, dass ich das esse? Seit wann isst du Menschenfleisch? Vor einigen Jahren waren wir mit einer Patrouille viele Tage in Xakor unterwegs. In einer der verschneiten Ruinen stießen wir auf eine Familie, die sich lange Zeit mit dem Konsum von Elex am Leben erhalten hatte. Unser Auftrag besagte, nach Ignadon vorzurücken, um den Konverter zu verstärken. Und so haben wir sie eliminiert und sind aufgebrochen. Aber Elex ist das höchste Gut. Es konnte nicht so einfach verschwendet werden. Wir konnten sie nicht zum Konverter tragen, also beschloss ich, zurückzukehren und sie mir einzuverleiben. Es war
Wie eine Erlösung für mich. Ist das der Grund dafür, dass die Alps dich verstoßen haben? Ich war mir darüber bewusst, dass sie es nicht verstehen würden. Also habe ich mein Geheimnis natürlich für mich behalten. Allerdings unterlag ich irgendwann der Versuchung, einen Soldaten der Patrouille zu kosten. Der Elex-Reichtum in seinem Körper war außerordentlich. Dieser Leichtsinn wurde mir zum Verhängnis. Mahlzeit. Dafür sollte ich dir die Köpfe der Alps bringen? Dafür sollte ich dir die Köpfe der Alp-Commander bringen. Was soll ich sagen? Der Plan ist aufgegangen. Du hättest mir wohl kaum zu einem Festmahl verholfen, wenn ich dir verraten hätte, wofür ich sie benötige. Und was ist mit deinen Gehirnforschungen? Du kennst die Antwort. Es hat nie Forschungen gegeben. Der Zweck heiligt gelegentlich die Mittel. Hast du irgendwann auch mal die Wahrheit gesagt? Boah. Hast du irgendwann auch mal die Wahrheit gesagt? Nimm es nicht persönlich. Schließlich habe ich deine Leistungen als Commander stets bewundert. Und auf meine Unterstützung konntest du dich immer verlassen. Ich konnte nur nicht davon ausgehen, dass du meine Leidenschaft teilen würdest. Willst du ernsthaft, dass ich das esse? Nicht ganz, mein Freund. Leider habe ich nur Verwendung für dein Herz. Die Bestie von Xarkor stellt den Höhepunkt des Festmahls dar. Ziemlich gewagt, für diesen Irrsinn meinen Tod zu fordern. Das Risiko ist mir bewusst. Doch dieses Mal ist meine Bestimmung. Um das Kunstwerk zu vollenden, benötige ich eine besondere Trophäe. Diese Ehre gebührt dir. Ich habe eine bessere Idee. Pass lieber auf, dass dein eigener Kopf nicht in der Suppenschüssel landet. Verhandeln. Ich habe eine bessere Idee. Wie wäre es denn, wenn ich dir ein Herz mit einer wesentlich höheren Elix-Konzentration besorgen würde? Interessant. Ich hätte nicht mit deinem Interesse an meinem Projekt gerechnet. Es wird allerdings nicht einfach sein, einen adäquaten Ersatz zu finden. Es wird doch eine Kreatur auf Magalan geben, die sich für dein Vorhaben eignet. Es gäbe da tatsächlich eine Kreatur, die sehr vielversprechend ist. Ich werde dir das Herz dieser Kreatur bringen. Ich werde dir das Herz dieser Kreatur bringen. Was weißt du darüber? Es gibt Gerüchte über einen übermächtigen Zyklopen, der mit einigen niederen Mutanten im Südosten von Tavar auf Elex-Jagd sein soll. Falls die Geschichten wahr sind, ist er mit Sicherheit bis zur Schädeldecke mit Elex angereichert. Verstanden. Eine Sache noch. Lüg mich nie wieder an. Ich verstehe deinen Drang. Lüg mich nie wieder an. Ich habe dich falsch eingeschätzt. Das war ein Fehler. Ich gelobe daher Besserung. Gut. Woher weiß ich, dass du mich nach dieser Nummer nicht einfach hinterrücks im Schlaf erstichst? Kannst du nicht wissen, aber wenn ich wollte, dass du stirbst, wärst du bereits tot. Die Bestie von Xarkor gibt mir also eine zweite Chance. Manchmal kann einem das die Augen öffnen. Ich spreche aus Erfahrung. Na dann. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich den Kerl nochmal mitnehmen möchte. Ich schau mal kurz noch als letztes für die heutige Aufnahmesession, und es ist ein schöner Abschluss, ne, für die künftige Mittagsmahlzeit für mich, ne? Es könnte ja gar nicht besser passen. Also, Gefährte, ein Festmahl, der Hauptgang. Wo wäre das denn gewesen? Da unten irgendwo. Ey, wir kommen gleich hin, Südklippen. Übermächtiger Zyklop. Okay. Ich behalte mir das jetzt mal so als Quest, ne? Werde mir noch einen Partner holen. Ich glaube, ich möchte gerne unseren Drohnenfreund mitnehmen. Ich glaube, den weiß ich nicht, ob ich den...
Ich weiß echt nicht, ob ich den noch mitnehmen soll. Gehört's? Ich wollte nur schauen. Questbedingt gehört's noch zum Gefährten? Ja. Gut, dann muss ich ihn fast mitnehmen. Obwohl mir schon schlecht ist, wenn ich den anschaue. Naja, also komm mit. Mitkommen. Natürlich. Dann machen wir die eine Mission im nächsten. In der nächsten Aufnahmesession und im nächsten Part. Und, also, echt, der Kerl ist echt ein hartes Stück, muss ich schon sagen. Aber naja, jedem das seine, ne? Wir dürfen weiterleben, wenn wir das Ding da uns schnappen. Und das werden wir, wie gesagt, mal im nächsten Part probieren. Ihr Lieben, bis dahin, ne? Wünsche ich euch einen guten Appetit. Nach Möglichkeit bitte kein menschliches Fleisch zu essen. Das gefällt der Gesellschaft auch nicht. Habt ihr gerade gehört vom Arx, ne? Das ist, ja, esst vielleicht dann doch lieber ein Schnitzel oder vielleicht ein, weiß ich nicht, was Vegetarisches. Wäre auch nicht schlecht einmal. Vielleicht gebackene Champignons oder solche Sachen sind auch total lecker. Es würden sich auch Pommes anbieten. Die sind auch sehr gut. Was ich jetzt zum Mittagessen wir machen, tue ich, weiß es noch nicht, aber ich bin sicher kein Menschenfleisch. Also gut, ihr Lieben, ich glaube, heute bleibe ich vegan. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, einen guten Hunger und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!